Hallo und herzlich willkommen, liebe Widder, zu eurem Monatsreading für den Oktober 2022. Ja, ich begrüße euch hier bei Löwenherz Lennemore und freue mich, dass ihr wieder dabei seid und möchte euch kurz nochmal was zeigen. Ich habe hier nämlich einen neuen Stein, der mich echt so glücklich macht. Das ist ein Lichtbringerstein, Zelenit. Zelenit heißt der, glaube ich. Ja, genau. Und habe ich aus meinem Lieblings Esoterik-Laden hier gekauft, wo ich wohne, und der ist so toll. Also ihr seht hier diesen astrologischen Radex drauf und Wahnsinn. Also ich finde den total klasse. Sehr energetischer Stein. Ich lasse ihn hier mal liegen und ihr seht hier auch, wie der leuchtet und echt toll. Genau, aber wir fangen an hier mit eurem Reading für die Widder. Für den Oktober, was ist bei den Widdern denn los? Energetisch auf der mentalen Ebene, gedanklichen Ebene. Und dieser Stein schluckt hier nämlich auch etwas Licht, dann könnt ihr die anderen Karten hier nämlich besser sehen, die sind besser im Kontrast. So, ihr seht nicht klar, was ist los? Was ist los? Gleich etwas höher schieben, damit die Karten Platz haben. So. Und womit musste ich ganz real da wird damit auseinandersetzen? Was ist die Situation der Widder? Nee, das ist nicht eine. Genau, die sollte es sein. Was ist die Situation der Widder? Womit hat das im Oktober denn zu tun? Oh, es geht hier um Verletzungen. Und was folgt denn daraus, ja? Was folgt daraus für die Ritter? Die nächsten Schritte? Meine Karte noch. Ja, wir haben hier die Sense als Mittelpunkt hier. Die Sense steht ja auch für Verletzung, aber auch für die Plötzlichkeit. Ja, und ich glaube, ihr seid plötzlich verliebt. Die Sense zeigt hier nämlich ins Herz. Wenn die Sense dahinter wäre, wäre es für Verletzungen, die euch da angetan werden. Aber so ist hier jemand plötzlich verliebt und hat große Sehnsucht. So, wir schauen weiter. Interessant. In den Gedanken. Mentale Ebene, der Berg, ganz monumental steht er hier zwischen dem Hund und den Sternen. Man sieht nicht mehr klar, man sieht hier eine Freundschaft gefährdet. Vielleicht ist es auch wirklich ein Freund und auf einmal hat es Boom gemacht. Ja, auf einmal ist Liebe da. Kann ich mir hier sehr gut vorstellen und da sieht man wirklich nicht mehr klar und man ist ganz durcheinander und versteht es gar nicht, weil es auf einmal so plötzlich passiert. Ja, und plötzlich ist man hier voller Sehnsucht und schmachtet diesen Menschen hier hinterher vielleicht. Wir schauen aber, wie es hier natürlich weitergeht. Einmal mit den Karo hier auf die, erstmal auf die gedankliche Ebene. Schon eine Karte, eine möchte ich noch hier. Eine Karte bitte noch. Der Narr. Neustart mit Leichengepäck. Das wünscht man sich hier. Nochmal neu anfangen, ohne Altlasten, ohne sich Sorgen zu machen, Unbekümmertheit. Und das hat hier eingeschlagen wie eine Bombe. Der Turm, seht ihr hier, nichts bleibt, wie es war. Das ist immer von außen, ne? Es passiert was von außen und nichts bleibt, wie es war. Und das in aller Plötzlichkeit und aller Heftigkeit, ja. Und ich kann nur sehen hier, nichts ist mehr, wie es war. Ihr wünscht euch hier, es gibt diese Freundschaft gar nicht, ihr seid nur verliebt. Vielleicht so ist das so anzusehen, ja. Weil auf einmal die Liebe da ist, ja. Und man möchte hier ohne Altlasten weitergehen. Das ist der Wunsch nach Leichtigkeit. Wenn man verliebt ist, dann fühlt man sich ja auch so leicht, ja. Und so kommt mir das hier rein. Es hat eingeschlagen hier wie eine Bombe. Ich lege mal auf die plötzliche Verliebtheit.
Da haben wir zwei, die ist auch noch rausgefallen. Das ist die Fischekarte, der Gehängte, der Stillstand und Page der Münzen. Einem ist hier klar, dir ist hier klar, dass das nicht so einfach wird, wenn es hier um einen Freund geht oder jemanden, der in eurem Freundeskreis ist, dass man den nicht so präsentieren kann, wie man das mit einer völlig neuen Person macht. So kommt mir das hier rein. Und der Gehängte ist ja auch immer dieser Perspektivwechsel. Man muss hier komplett die Perspektive wechseln, weil der ist nicht mehr der Freund, der ist jetzt der Geliebte praktisch, ja. Page der Münzen. Die Schülerkarte, sage ich immer. Man muss hier noch lernen, man ist gewillt, auch an diese Situation zu wachsen, so bekommt man das hier rein. Man fängt hier ganz von vorne an. Mit den Pagen fängt man ganz von vorne an. Aber man möchte es auch richtig machen, man möchte es beständig haben. Man möchte das hier nicht aufs Spiel setzen mit diesen Menschen hier, mit denen ihr es zu tun habt. Und ich meine, es scheint mir so, dass das hier ein Mensch ist, mit dem ihr auf jeden Fall freundschaftlich irgendwie verbandelt seid. Es hat hier eingeschlagen wie der Blitz. Ihr merkt, ich muss die Perspektive wechseln. Die Perspektive ist auf einmal ganz anders auf diese Person. Und ich möchte hier was Beständiges. Ich möchte hier was aufbauen. Aber dafür muss ich eben ganz viel lernen. Auch wie gehe ich jetzt mit dieser Situation eigentlich um? Ich lege hier nochmal eine kleine Tarotkarte drauf. Auf den Gehängten hier und auf den Page der Münzen. Mal sehen, was da noch bei rauskommt. Zeigt sie euch gleich. Eine ist rausgeflogen. Ich möchte aber noch eine andere dazu haben. Da haben wir einmal 10 der Stäbe und was haben wir hier gehabt? 7 der Stäbe. Ja, also es ist hier mit großen Anstrengungen verbunden. Und das wisst ihr, 10 der Stäbe, man ist völlig überlastet. Und ich glaube, man hat auch Angst davor, dass einen diese Situation komplett überlastet, weil niemand anderer das irgendwie nachvollziehen kann. Mit den 7 der Stäben heißt es, man muss hier echt flexibel, spontan immer reagieren. Man darf sich nicht hinsetzen, ausruhen. Man ist so auf dem Sprung. Schaut mal die Schuhe von diesem Menschen an. Der hat zwei verschiedene Schuhe an. Ja, das heißt, er muss mal so reagieren, mal so reagieren. Er muss immer alles im Blick haben. Sehr flexibel sein, sehr spontan sein. Und in dieser Situation befindet ihr euch gerade. Dieses plötzliche Verliebte, wo ich vorhin sagte, man möchte ja die Leichtigkeit genießen, das wünscht ihr euch, ist aber nicht. Weil das doch ein Päckchen ist, weil das eben nicht ist, was vielleicht in eurem Kreis, wo ihr seid, so akzeptabel ist, so akzeptiert wird. Kann aber auch nur eure Gedanken sein. Obwohl ich habe hier überhaupt keine Schwerkarten. Ich habe hier wirklich nur, seht ihr ja, diese großen Arkanen und dann diese beiden Stabkarten, also diese Überlastung. Aber nach 10 kommt 0. Da kommt nämlich hier die 0. Das wünscht ihr euch. Und ich glaube, das kann man nicht lange aufrechterhalten. Diese Situation ständig flexibel, spontan zu reagieren, das stresst, das überlastet euch. Wir schauen jetzt mal weiter natürlich. Wie geht es denn hier weiter? Hier ist eine Entscheidung angesagt. Hier haben wir die Fische. Das steht ja auch für die Seelenpartnerschaft. Auf jeden Fall für die wirklich tiefen Gefühle, die man zu diesem Menschen hat, ja. Man ist hier plötzlich, schießt die Liebe hier ein, ja, aber man hat ja tiefe Gefühle für diesen Menschen. Und man entscheidet sich hier wirklich, du entscheidest dich dran festzuhalten an dieser Person. Also du versuchst das hier noch ein bisschen weiter zu spielen, ja. Da habe ich ganz viel die Energie im Oktober, das Festhalten an Situationen. Man gibt nicht auf, man möchte was, man will auch was dafür tun. Und ich meine, du entscheidest dich hier, das hier zu riskieren. Ja, wir schauen jetzt mal mit dem Tarot nochmal auf diese Entscheidung, auf das Festhalten doch an dieser tiefen Verbindung. Was gibt denn hier noch zu viel sagen? Oh. Hier. Könnt ihr das sehen?
Nochmal diese Karte. Es ist immer krass, wenn die Karten so aus so dicken Decks hier sind, zweimal. Schaut mal. Und die gleichen Karten raus fallen. Nochmal 7 der Stäbe. Ja, die flexibel sein. Man entscheidet sich, das wirklich dran festzuhalten. Na, man gibt da nicht auf. Und man verlässt hier aber auch eine Situation. Das sehe ich eben auch mit 6 der Schwertern. Ganz klar, man wechselt zu einem anderen Ufer über. Man ist hier flexibel, so kommt mir das so rein. Seinen Möglichkeiten, die man hier hat, nutzt man aus. Man möchte auf jeden Fall nicht mehr diese Belastung, aber man ist hier weiterhin in der Flexibilität, in der Spontanität und entscheidet sich jetzt, okay, wenn das jetzt so ist, wie es ist, dann wechsle ich doch hier das Ufer, dann gehe ich doch dahin, wo es mir besser geht, wo ich hier nicht diese permanenten Belastungen habt. Ja, sehr spannend. Jetzt schauen wir mal nochmal eine Liebesorakelkarte. Die Zeitkarte gibt es ja in der Fortsetzung dann. Aber jetzt erstmal hier. Eine große Liebe steht vor der Tür, lasse hier rein, überfülle. Ja, das hast du erkannt, dass das hier nichts ist, was man eintauschen will, wo es sich lohnt, einfach festzuhalten. Ne? Das ist das wirklich hier eine wirkliche Verbundenheit mit diesem Menschen ist. Ja, prima. Im Fortsetzungsreading schaue ich natürlich auf euren Gegenüber, wie er das oder sie das sieht. Ja, ist der Geschlechter unabhängig. Ich verlinke das hier unter. Wenn ihr mögt, schaut da doch rein, wenn ihr mit in Resonanz seid. Ja, ansonsten würde ich mich natürlich auch über die Betätigung des Thanks-Buttons freuen. Als kleinen Energieausgleich muss ja keine große Summe sein, freue ich mich aber auch. Oder wenn ihr was Persönliches gelegt haben wollt, schreibt mich gern an. Ich habe wirklich eine große Auswahl an Videoberatung. Wir können skypen, telefonieren. Ihr könnt das per Mail als Download bekommen. Eine Legung für euch. Schaut da doch einfach mal rein. Und mein Kartenlegekurs ist auch fertig. Wenn ihr möchtet, jetzt zum Herbst hin, wo das Wetter nicht mehr schön ist oder wo es so gemütlich drin ist, kann man ja auch wirklich gut Karten legen, lernen. So, ansonsten wünsche ich euch einen tollen Oktober. Wir sehen uns spätestens im November wieder. Und ich sage, mach's gut, euer Löwenherz.